Ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist der Amir Katzold, und zwar Unboxing Bench. Ich hoffe, dass das der ist, ich glaube, aber das habe ich nicht bestellt. Und zwar, schauen wir mal. Was die Dinge so? Ich mache den jetzt einmal auf, einfach so, ich hoffe, dass das der ist. Sicht. Das ist gerade gekommen, jetzt habe ich noch schon Essen. Und die Oma für mich gekocht. Wieder mal voll gut, voll lecker gegessen. Ja. Doch, schaut schon mal AVIK aus, ne? So, als erstes. Dann, was ist das? Ich schätze mal, das ist der Ständer. Ständer mal. Also, aus, ich weiß nicht, ob du hinten gerade Dings so geklipst oder so, irgendwie, keine Ahnung, sehe ich da nicht. Jo. Was ist das? So, Bedienungsanleitung. Diesen hier. Dann aus Netzteil. Und der Bildschirm. Ich zeig den jetzt so, ist eigentlich eh nichts Besonderes eigentlich. Das ist ein iPod leider noch, aber iPod noch ein Layout. Da hast du jetzt einmal so. Und da Standfuß. Ja, ich meine, der Bildschirm ist eigentlich in dem Sinne nicht wirklich groß, weil ich nicht einen größeren kaufen will, weil er da nicht auf, erstens nicht auf dem Schreibtisch passt und zweitens brauche ich keinen größeren. Und ja, bauen wir mal das zusammen. Ne? Ist das ein Clips? Ich glaube. Das Bock hängt aus. Der ist nicht allzu groß. Kriegst du ja Weihnachten, ein paar Tage später. Das ist der. Das ist eigentlich ziemlich dünn für das. Einmal HDMI, einmal AVI und das war eigentlich. Ups. Mehr brauche ich ja nicht. Das hat Klicks gemacht, das hat passt. Ich schätze mal, das gehört da so auf. Allerdings hat mich das. Ich kann das verschlafen. Ganz zwar. Mir fehlen da zwei Schrauben. Fertig. Nur Klipser.
Weiß. Soll ich noch in meinem Bildschirm noch nie zum Bad gehabt. Also das war eigentlich der ganze Steich. Es gehört eigentlich nur so ein Clipsystem, es ist hinten dabei, also in der Beschreibung von Beinsche dabei. Die Größe ist eigentlich gleich groß wie mein älterer Bench, der was aber besser ist. Der ist eigentlich so auf und zu klappen. Der hat eigentlich ziemlich nice gemacht. Ich tue mal das Plastik-Scheißweg da auch. Ich hoffe, dass der da herpasst. Das geht sich nicht so ganz aus wie ich will. Und der ist gleich groß, ja. Deshalb würde ich wahrscheinlich die Monitore umwechseln müssen. Aber im Großen und Ganzen hat eh. Nimm die wegkümmern und da. Das geht sich unter Länge aus nochmal. Also ich habe jetzt da meinen kleinen, das ist der, der was jetzt eingeht, also der flimmert schon leicht. Wenn du einen schwarzen Hintergrund hast, das ist dann mein Zocker-Monitor. Den kann ich auf und runter, wie ich will. Und das ist der neue jetzt da. Also den habe ich jetzt gerade ausgepackt. Im Großen und Ganzen schaut das dann so aus. So. Ja, wirklich, ja. Ja, ich weiß. Kabelwerk, ne? Ist ja nichts Neues. Und ja, im Großen und Ganzen. Was ist das von meiner Seite aus? Dem, was es gefallen hat, gebt einen Daumen auf ihn und abonnieren nicht vergessen. Schreibt es in die Kommentare rein, wenn ich jedes neues Gerät, was ich kriege von Amazon oder was ich halt einfach kaufe, Unboxing mache. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Minkertzwölf. Ciao.